eben darin, wie stellt man jetzt internen Zugang bereit, wenn ich mich bewege. Das ist also ein ganz anderer Ansatz als bisher. Die Antwort auf diese Herausforderung ist eben ein völlig neues Produkt, beispielsweise eine neue Produktfamilie, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können. Die Produktserie nennt sich BINTEC-RV. BINTEC-R steht hier für eben für Router und V steht dann für Vehikel, also alles rund um Fahrzeuge. So, wenn Sie Internet im Fahrzeugumfeld bereitstellen möchten, haben Sie natürlich ganz andere Umwelteinflüsse als bei normalen stationären Anschlüssen. Wenn sich das Fahrzeug bewegt, entstehen natürlich Vibrationen. Zudem kann es auch zu extremen Temperaturunterschieden kommen. Wir durften das Ganze ja an Pfingsten live miterleben. Auch in Deutschland können jetzt 35 Grad erreicht werden. Und im Winter gibt es natürlich auch immer wieder Kälterekorde. Also alles in allem sind das eben, dass das Wetter wird eben immer extremer. Und damit muss natürlich auch der Router zurechtkommen. Dann haben Sie das Thema, dass Sie keine konsistente Infrastruktur haben. Also wenn, sprich, der Bus in eine LTE-freie Zone einfährt, muss das Gerät natürlich auch auf UMTS umschalten. Also ein Failover auf UMTS. Sie haben im Fahrzeug natürlich auch keine stationäre Stromversorgung und zudem kommt eben, dass Sie im Fahrzeuginneren natürlich auch noch ganz andere Bedingungen in Bezug auf EMV haben. Also das sind Disziplinen, mit denen Sie heute typischerweise eben noch nicht konfrontiert werden. Die Lösung hierfür ist jetzt dann eben die BINTEC-RV-Serie. So, wenn Sie sich das Gerät mal anschauen, dann sehen Sie schon einen völlig neuen Ansatz im Gehäusedesign und eben auch bei den Montagemöglichkeiten. So ein System muss natürlich auch diverse Anforderungen erfüllen können. Wir haben die Herausforderungen im Fahrzeugumfeld auf der vorigen Folie schon angeschnitten und hier sehen Sie jetzt nun, wie der BINTEC-RV eben diese löst. Temperatur. Wir haben eine Temperaturspanne von rund 100 Grad Celsius im Gerät, das heißt von minus 30 bis plus 70 Grad Celsius. Dafür brauchen Sie natürlich auch extrem belastbare Bauteile im Router. Das heißt, normale Bauteile für Bürorouter, sage ich mal, fallen hier schon mal raus. Dann der Zündschlüssel symbolisiert hier das Thema Fahrzeug anlassen, auslassen. Sprich, wie soll sich also so ein System verhalten, wenn beim Fahrzeug die Zündung ausgemacht wird? Soll sofort ausgehen? Soll es noch eine Zeit lang mit Strom versorgt werden, um eben dann vielleicht noch Daten auszutauschen? Beim BINTEC-RV kann man dies je nach Belieben eben einstellen. Dann das Thema Stromversorgung. Die stationäre Versorgung fällt ja weg und deswegen wird das Gerät eben über die Bordspannung mit Strom versorgt. Das heißt 12 bis 24 Volt. Sie wollen ja dann auch eine sichere Datenübertragung und deshalb bietet der BINTEC-RV eben bis zu 30 simultan nutzbare VPN-Tunnel. Dann brauchen Sie natürlich auch eine LAN-Anbindung, wenn Sie so wollen. Diese wird jetzt mittels des LTE-Moduls hergestellt. Dann möchten Sie ja je nach Applikation die Zugangsinfrastruktur auch an die Fahrgäste weitergeben. Und dafür haben Sie dann eben ein leistungsfähiges Wi-Fi-Modul, mit dem Sie dann entweder im 2,4 GHz oder eben im 5 GHz-Bereich funken können. Und wenn sich der Router bewegt, ist natürlich auch das Thema Ortsinformation von deutlich höherer Relevanz. Das symbolisiert hier das GPS-Zeichen. Darauf gehe ich aber im späteren Verlauf noch näher ein. Also Sie sehen im Router, Sie sehen, der Router muss im Fahrzeugumfeld eben schon ganz schön was leisten können. Das Ganze manifestiert sich dann am Ende in der Zulassung. Die BINTEC-RV-Serie hat vom Kraftfahrtbundesamt, Entschuldigung, die Einzulassung bekommen. Das heißt, es ist also wirklich beurkundet, dass Sie die Geräte im Fahrzeug verbauen und einsetzen können. Ohne eben, dass Sie dadurch dann Probleme mit dem TÜV oder sonstigen Instanzen bekommen. So, hier sehen wir jetzt das Gerät mal von der anderen Seite. Alle Anschlüsse sind natürlich auf einer Seite positioniert und Sie sehen auch, bei den Schnittstellen hat der BINTEC-RV wirklich was zu bieten. Also es gibt an den Seiten Schnittstellen für die Wi-Fi-Antenne, wir haben Anschlüsse für GSM, also der Mobilfunkverbindung und eben auch ganz neu für eine GPS-Antenne. Den Anschluss hierfür sehen Sie in der Mitte. Unten sehen Sie dann die Montagemöglichkeiten. Sie sehen, oder Sie müssen das Gerät auch sicher im Fahrzeug verbauen können. Dann haben wir viermal Ethernet-Ports. Sprich, der Router kann auch als multifunktionales Gerät eingesetzt werden, der dann eben noch andere Geräte wie zum Beispiel eine Onboard-Kamera oder eine IP-Kamera verbindet. Daneben sind dann die Status-LEDs angeordnet, eine serielle Schnittstelle und zum Schluss dann auch die Stromversorgung. Die Stromversorgung ist natürlich bei solchen Geräten jetzt nicht einfach nur gesteckt, sondern verschraubt. Ohne die Verschraubung hätten Sie das Problem, dass es sich die Stromversorgung eben womöglich löst. Das kann eben durch die Vibration im Fahrzeug oder im Straßenverkehr passieren und dann wäre natürlich die
die Stromzufuhr zum Router unterbrochen und das möchten wir natürlich verhindern. So, jetzt denken Sie sich, okay, ist ein ganz schönes Gerät, kann einiges, aber wo setzt man jetzt so einen BINTEC-RV wirklich ein? Also die BINTEC-RV-Serie kann ja als Breitbandbeschaffer für, sag ich mal, sämtliche Fahrzeuge hergenommen werden. Das heißt, egal ob jetzt die Fahrzeuge zu Land oder zu Wasser operieren. Typische Szenarien sind jetzt, sag ich mal, Bus, sprich Stadt- oder Fernverkehrsbusse. Dann hätte man die Anbindung von Schiffen, Landmaschinen oder dann eben auch noch Notarzt und die Feuerwehr. Ich habe mir jetzt fürs erste Mal das Segment Bus herausgepickt und möchte jetzt Ihnen hierzu ein paar Anwendungsbeispiele zeigen. Und Sie sehen schon hier auf der Folie, es gibt eine Menge an Applikationen. Ich werde jetzt gleich im Anschluss auf jede der Anwendungen näher eingehen. Deswegen dient jetzt die Seite also nur als kurze Übersicht. Zum einen haben wir eben Hotspot für Fahrgäste, dann die Vernetzung des Fahrzeugs mit der Zentrale, dann ein Trend, der immer mehr im Kommen ist, das ist das Media Streaming, dann das Digital Signage, sprich die digitale Beschilderung in Fahrzeugen, das werden die meisten von Ihnen, denke ich mal, schon kennen. Und zum Schluss dann eben noch ein oftmals heiß diskutiertes Thema in Bezug zur Sicherheit, das ist die Videoüberwachung. Hierbei natürlich im Spezialfall Videoüberwachung in Fahrzeugen. So, kommen wir zum ersten Anwendungsbeispiel. Also egal, ob im privaten oder im beruflichen Bereich, das Internet gehört ja heutzutage eigentlich zu den Medien, die aus dem Alltag so gar nicht mehr wegzudenken sind. Der Geschäftsmann will seine E-Mails abrufen, der Tourist will eben Informationen recherchieren oder der Jugendliche möchte vielleicht Facebook nutzen. Früher waren die Leute schon glücklich, wenn sie eben in ihren eigenen vier Wänden schnelles Internet zur Verfügung hatten, aber heutzutage wollen sie es ja auch im Café, im Urlaubshotel oder eben auch im Bus. Und deswegen haben wir jetzt eben die BINTEC-RV-Serie entwickelt. Denn mit der BINTEC-RV-Serie kann man jetzt nämlich im Bus einen fahrenden Access Point, beispielsweise einen Hotspot, realisieren. Das heißt, Fahrgäste können sich dann eben während der Busfahrt zum Beispiel mit ihren Smartphones oder ihren Tablets mit dem Hotspot verbinden und dann über den Webbrowser der Geräte eben E-Mails checken oder Informationen abrufen oder eben einfach im Internet surfen. Vorteil für den Busunternehmer ist hier natürlich, dass er sein Serviceangebot eben dadurch deutlich ausbauen kann. Denn für viele Fahrgäste ist jetzt WLAN im Bus eigentlich heutzutage schon eines der entscheidenden Merkmale bei der Wahl für ihr Transportmittel. Für die Fahrgäste ist der Service natürlich gleich doppelt interessant. Erstens lassen sich damit eben hohe Roaminggebühren sparen und zweitens kann das Datenvolumen des Handyvertrags geschont werden. Also Hotspot im Bus wäre eben ein Top-Anwendungsbeispiel, was übrigens auch schon tausendfach im Einsatz ist. Und zwar wurde eben der gesamte madrilenische Stadtverkehr mit unserem System ausgerüstet. Da in Verbindung mit dem Bus-Hotspot möchte ich gleich noch das Thema Hotspot oder auf das Thema Hotspot noch näher eingehen. Hier jetzt mit unserem BINTEC-Hotspot. Das System ist eigentlich ganz einfach. Im Bus stellen Sie eben den Fahrgästen Wi-Fi bereit. Das habe ich hier jetzt links mit dem schönen Wi-Fi on Bordschild gekennzeichnet. Wenn sich der Fahrgast dann eben auf Ihren Hotspot einloggen will, wird er auf eine individuell gestaltbare Landingpage verwiesen. Grundsätzlich hat jetzt der Betreiber die Möglichkeit, den Internetzugang dann kostenlos oder eben kostenpflichtig anzubieten. Bei der kostenlosen Variante bestätigt der Gast dann eben einfach die AGBs oder er muss zum Beispiel seine E-Mail-Adresse hinterlegen. Oder man hätte noch eine weitere Möglichkeit, sprich eine Autorisierung mittels einer SMS. Wenn der Nutzer dann die AGBs oder die SMS-Autorisierung bestätigt, dann kommt er eben auf die Landingpage und anschließend kann der Fahrgast dann im Internet surfen. Man kann den Service natürlich auch kostenpflichtig anbieten. Das kann man eben dann mittels PayPal zum Beispiel realisieren oder eben auch über einen Voucher, also ein Gutscheinsystem. Hier möchte ich noch kurz anmerken, für den BINTEC-Hotspot am RV empfehlen wir bis zu 60 Clients. Also Sie können damit wirklich einen kompletten Bus versorgen. Wenn Sie noch mehr speziell zum Thema Hotspot erfahren möchten, wir haben da auf unserer Homepage sehr viele Informationen für Sie bereitgestellt. So, das nächste Anwendungsbeispiel ist jetzt die Vernetzung des Fahrzeugs mit der Unternehmenszentrale. Sie werden es von Ihrem eigenen Auto kennen. Es wird ja immer mehr Elektronik in Fahrzeugen verbaut und dementsprechend steigt natürlich auch die generierte Datenmenge rasant an. Das heißt, im Bus müssen zum Beispiel die Passagiertickets elektronisch abgerechnet werden, die Fahrtroute des Busses muss analysiert werden oder es müssen eben Daten von der Zentrale ins Fahrzeug gesendet werden.
Mit der Bindegger V-Serie kann man jetzt sowas eben ziemlich einfach und vor allem ziemlich sicher realisieren. Das heißt, entweder per Wi-Fi, wenn der Bus ins Busdepot einfährt, oder eben via LTE, wenn sich der Bus eben auf einer längeren Fahrt befindet. Vorteil hier für die Beteiligten ist eben, dass der Bus nahtlos und sicher ins Unternehmensnetzwerk eingegliedert wird und sich dadurch eben auch der Aufwand für den Austausch der Daten extrem minimiert. Man muss die Daten ja nur, ich sage mal, über die Luft übermitteln und das geht natürlich deutlich schneller als zum Beispiel jetzt USB-Sticks oder Festplatten auszutauschen. Dann haben wir das Thema Media Streaming. Das ist ein weiterer Zusatzservice, den man eben den Fahrgästen anbieten kann. Was versteht man hierunter? Also mit Media Streaming können dem Kunden eben Filme, Musik oder Informationen auf sein Smartphone oder Tablet übertragen werden. Allerdings das Interessante hierbei ist eben, dass man hierfür kein Internet benötigt. Das Ganze wird eben realisiert, indem man einen PC oder auf einer Festplatte eben die Daten speichert und dann den Inhalt eben über den Router, über das Wi-Fi-Netz an den Fahrgast weitergibt. Sprich, der Fahrgast kann sich dann eben auswählen, okay, ich möchte eben Musik anhören oder ich möchte mir vielleicht die Karte von Nürnberg anschauen, solche Sachen. Er kann sich eben damit seine Fahrzeit vertreiben. Dann, jetzt im vorletzten Anwendungsbeispiel, möchte ich hier noch auf Digital Signage eingehen, also die digitale Beschilderung, die ich vorhin angesprochen habe. Ich denke jetzt, jeder von uns kennt die Bildschirme im Bus oder in der U-Bahn, auf denen eben die Werbung platziert wird. Oder eben die zum Beispiel neuesten Nachrichten angezeigt werden. Ich persönlich freue mich eigentlich immer, wenn ich im Fahrzeug sowas oder wenn im Fahrzeug sowas vorhanden ist, da dann die Fahrzeit doch eben deutlich schneller vorangeht. Jetzt ist es natürlich so, dass die Werbung am Display eben auch oftmals täglich wechselt und deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass der Aufwand zum Austausch der Daten eben auch möglichst gering ist. Hier kann man jetzt dann eben auch die Bintec RV-Serie als Schnittstelle zwischen Unternehmenszentrale und Fahrzeug hernehmen. Sprich, sie kann eben die Verbindung herstellen und dann können die Daten eben problemlos ausgetauscht werden. So, und nun sind wir auch schon beim letzten Anwendungsbeispiel angekommen. Und zwar ist das jetzt die Videoüberwachung im Fahrzeuginneren. Der Aspekt Sicherheit im Nah- und Fernverkehr wird ja in den Medien recht oft diskutiert. Und Sie haben bestimmt auch schon mitbekommen, dass immer mehr Überwachungskameras eben in Bahnhöfen oder U-Bahnhöfen installiert werden. Zusätzlich werden aber auch schon in Bussen IP-Kameras installiert. Um jetzt aber Zugang zu den Bildern der Buskameras zu erhalten, benötigt man natürlich in jedem Bus eine permanente Breitbandverbindung. Hier kann dann der Bintec RV eben eingesetzt werden und die aufgenommenen Bilder oder Videos eben an die Zentrale schicken. Und somit kann dann der Mann in der Zentrale eben kontrollieren, ob im Fahrzeuginneren auch alles okay ist. Dieses Szenario, beispielsweise den Anwendungsfall, den haben wir auch schon großflächig im Einsatz, und zwar die Stadt Boston in den USA eben ihre städtische Busflotte mit solchen IP-Kameras und unseren Routern ausgestattet. Das Ganze war so auch schon in den amerikanischen Medien präsent. Es gab dazu sogar einen kleinen kurzen Beitrag im TV. Leider sind jetzt alle unsere Produkte hier nicht namentlich genannt worden, aber die Lösung wurde doch sehr gut dargestellt. In der E-Mail, die Sie nach dem Webinar bekommen, werde ich den Link noch mit reinbringen. Dann können Sie sich das Ganze mal anschauen. So, nach den Anwendungsszenarien im Bus kommen wir jetzt zu zwei Software-Features der Bintec RV-Serie, sprich zum Thema GPS und ortsabhängige Konfiguration. Wie ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe, ist in den Routern eben ein GPS-Modul eingebaut. Das hat jetzt gleich mehrere Gründe. Zum Beispiel kann damit natürlich die Fahrzeugroute getrackt werden, sprich wenn der Router eine Mobilfunkverbindung hat, kann er eben die Ortsdaten sofort an die Zentrale schicken. Oder die Daten können natürlich auch auf einem Bordcomputer zum Beispiel zwischengespeichert werden und anschließend ausgelesen werden. Die GPS-Daten, die der Router aufzeichnet, werden übrigens als NMEA-Protokoll ausgegeben. Der Vorteil hiervon ist eben, dass sich das NMEA-Protokoll als Standard durchgesetzt hat und somit ist es eigentlich kompatibel mit den meisten oder mit fast allen Softwares. Dann das sogenannte Geofacing. Darunter versteht man jetzt die ortsabhängige Konfiguration, beispielsweise das ortsabhängige Auslösen von Aktionen. Was Sie sich jetzt darunter vorstellen können, zeige ich Ihnen auf der nächsten Seite. Also im Prinzip haben Sie die Möglichkeit, dem Gerät eben Ortsinformationen beizubringen und anhand seiner Position kann das System dann entsprechend reagieren. Wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Also ich habe hier mal ein Szenario für Sie vorbereitet. Also vorab konfiguriert der Administrator im Router eben bestimmte Zonen. Sie sehen jetzt hier rechts im Originalausschnitt aus der GUI,
Wir haben hier eben einmal Google Maps implementiert und hier können Sie jetzt dann einfach eben mit der Maus innerhalb von Google Maps Zonen aufziehen und dann eben entsprechende Zonen konfigurieren. In dem Szenario ist es jetzt so, dass sich der Router, wenn er in der Zone 1 ist, da befindet er sich quasi im Client-Mode. Das heißt, er ist dort mit der Infrastruktur im Bus verbunden. Im Busdepot, Entschuldigung. Sobald er dann in die Zone 2 einfährt, wechselt der Router aufgrund der Ortsinformation automatisch in den Access Point Mode und stellt dann eben den Gästen WLAN bereit. Dann, nach vollbrachter Rundfahrt, fährt der Bus zurück ins Busdepot, wechselt beim Einfahren eben in die Zone 1 wieder in den Client Mode und verbindet sich dann dort mit der Infrastruktur. Und dann können eben Fahrgastdaten zum Beispiel mit der Zentrale ausgetauscht werden. Das ist jetzt natürlich nur eines von vielen Anwendungsmöglichkeiten, die man mit Hilfe eben der Zonenkonfiguration durchführen kann. So, jetzt hatte ich im vorherigen Teil des Webinars immer nur etwas über Busse erzählt. Die ganzen Szenarien, die ich jetzt Ihnen gezeigt habe, kann man natürlich auch auf ganz andere Fahrzeuge übertragen. Wir haben zum Beispiel Kunden, die RV-Serie eben in der Binnenschifffahrt einsetzen. Hier werden die Geräte dann eben zur Kommunikation mit dem Hafen verwendet oder eben, dass auch die Besatzung auf langen Fahrten eben Internet nutzen kann. Dann auch in der Agrarwirtschaft werden die Dimensionen, sage ich mal, immer größer. Das heißt, die Flächen, die bewirtschaftet werden, sind immer weitläufiger. Deshalb müssen jetzt die Fahrzeuge eben auch immer mehr vernetzt werden. Sprich, beim Erntevorgang muss eben der Traktor, der Mähdrescher und das Silo miteinander kommunizieren, um eben möglichst effektiv arbeiten zu können. In der Anwendung mit dem Mähdrescher ist es so, dass der Fahrer des Traktors eben die Füllstandsanzeige des Mähdreschertanks auf seinem Tablet angezeigt bekommt. Wenn dann der Tank eben voll ist, fährt der Traktor zum Entladen, zum Mähdrescher. Das Korn wird dann vom Mähdrescher auf den Wagen des Traktors gepumpt und dann kann der Traktor eben die Anfrage an die Zentrale stellen, welches Silo noch freie Kapazitäten hat. Sie sehen also auch hier ist eine gute Vernetzung wirklich das A und O. Dann bei der Polizei haben wir, da ist die Verbindung zum Internet natürlich auch nötig, egal ob Sie jetzt zum Beispiel eben Daten zu einem Fall eben möglichst schnell vor Ort brauchen oder Personendaten abgeglichen werden müssen. Im Prinzip braucht der Polizeibeamte heutzutage wirklich ein mobiles Büro im Fahrzeug. Dann haben wir noch das Thema Rettungswagen und Feuerwehr. Das ist auch ganz spannend. Hier haben Sie eben den Fall, dass der Notarzt mit dem Krankenhaus kommunizieren kann oder schon muss eigentlich. Vorteile für die Beteiligten ist eben hier, dass die Positionsdaten des Autos eben ständig erfasst werden können. Das heißt, das Krankenhaus kann sich auf die Ankunft des Patienten auch wirklich vorbereiten. Oder eben der Notarzt kann im Krankenhaus sofort medizinische Daten herunterladen. Beispielsweise eben auch Signale des Patienten können in das Krankenhaus übermittelt werden, damit dann dort eben beim Eintreffen bereits alle erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden. So, dann bei der Feuerwehr gibt es natürlich auch unzählige Anwendungsbeispiele. Infos zum Brandort können hier zum Beispiel an die Löschfahrzeuge oder mit den Löschfahrzeugen geteilt werden. Fahrzeugparameter können an die Leitstelle weitergeleitet werden. Oder eben auch die Feuerwehrleute, die im Einsatz um das Fahrzeug sind, die können natürlich auch mit WLAN versorgt werden. Also sprich, die gesamte Abstimmung der Fahrzeugflotte und der Einsatzkräfte wird eben durch die Vernetzung der Fahrzeuge mit der Zentrale dann deutlich vereinfacht und verbessert sich. Was will er mir denn jetzt damit zeigen? Es geht doch eigentlich heute um Internet in Fahrzeugen. Da haben Sie jetzt schon ganz recht, aber im Prinzip haben Sie hier ja auch mit denselben Umweltwidrigkeiten, sagen wir mal, wie im Fahrzeug zu kämpfen. Also tauschen wir das Szenario mal beispielsweise das Gebäude. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie haben einen Baucontainer und der Architekt muss eben die neuesten Pläne schnellstmöglich zur Baustelle schicken. Das Problem ist hier natürlich, dass Sie nicht immer und überall einen stationären Internetanschluss, beispielsweise einen stationären Stromanschluss zur Verfügung haben. Vielleicht muss das Gebiet erst noch mit ADSL erschlossen werden, sprich die technischen Voraussetzungen für einen stationären Anschluss sind so auch noch gar nicht gegeben. Jetzt sagen Sie, okay, dafür kann ich aber auch einen normalen Router verwenden, einen LTE-USB-Stick zum Beispiel dranstecken und schon habe ich die Lösung. Hier müssen Sie dann aber beachten, dass eben ein herkömmlicher LTE-Router schnell Probleme mit der Temperatur im Baucontainer bekommen kann. Im Herbst und Winter sind ja auch in Deutschland immer Minustemperaturen, sind keine Seltenheit. Aber eben auch unter solchen Umständen muss der Router zuverlässig arbeiten. Wenn Sie jetzt bei solchen Szenarien den BINZIG RV einsetzen, können Sie ganz entspannt eben für einen gewissen Zeitraum eine Netzwerkinfrastruktur bereitstellen. Also auch für temporäre Einsatzszenarien ist der BINZIG RV wirklich die perfekte Lösung. So, nun möchte ich noch kurz ein Thema ansprechen, das Sie
bei einem mobilen Internetzugang eben immer berücksichtigen müssen. Das Stichwort lautet hier eben Datenvolumen, beispielsweise Tarif. Ich habe hier jetzt mal für Sie zwei Szenarien exemplarisch vorbereitet. Zum einen eben einen Reisebus mit 50 jugendlichen Gästen und zum anderen einen normalen Linienbus im Stadtverkehr. Um jetzt das Datenvolumen zu berechnen, muss natürlich erstmal der Bedarf an Datenvolumen ermittelt werden. Bei den jugendlichen Fahrgästen werden das pro Tag, ich habe jetzt einfach mal Beispielswerte herangenommen, eben 20 verschiedene Websites aufrufen, dann noch etwas E-Mail-Verkehr, 50 WhatsApp-Nachrichten eingehend und ausgehend und schließlich dann noch ca. 40 Mal die Facebook-Seite aktualisieren. Mit den Angaben kommt man jetzt täglich auf 5,5 Megabyte pro Fahrgast. Sprich, der Tagesverbrauch für 50 Gäste liegt dann eben bei 275 MB. Und bei 25 Tagen Einsatz, habe ich jetzt mal angenommen für den Bus, kommt man eben im Monat dann auf ein verbrauchtes Datenvolumen von ca. 6,8 Gigabyte. Natürlich kann das Ganze jetzt variieren. Wenn jeder Fahrgast ununterbrochen auf YouTube zum Beispiel Videoclips anschaut, steigt der Gesamtverbrauch natürlich an. Aber im Grunde würde ich mal sagen, sind Jugendliche ja heutzutage schon glücklich, wenn sie jetzt WhatsApp und Facebook zur Verfügung haben. Dann beim Linienbus habe ich mir mal Nürnberg als Beispiel hergenommen. Die Stadt hat ca. 350 Linienbusse und mit denen werden jährlich 67 Millionen Fahrgäste transportiert. Daraus errechnet sich dann 524 Gäste pro Bus und Tag. Und im Bus sitzen natürlich nicht nur Smartphone-Benutzer, sondern sitzen natürlich auch viele ältere Mitbürger, die eben kein Handy nutzen. Deshalb habe ich jetzt für die Volumenberechnung mal die Hälfte der Fahrgäste hergenommen. Zudem kommt noch dazu, dass die Fahrgäste im Linienbus natürlich nie so lange im Internet surfen, wie es eben im Reisebus der Fall ist. Deshalb habe ich hier jetzt die Nutzungsintensität auch mal verringert und komme somit auf ca. 2,5 MB pro Tag und Fahrgast. Das heißt, einfache Algebra, wir haben 2,5 MB mal 262 Fahrgäste, ergibt dann knapp 660 MB pro Tag. Und somit aufs Monat gerechnet ergeben sich daraus ca. 19,8 Gigabyte. Für solche Datenvolumen gibt es natürlich von Vodafone und Telekom recht bezahlbare, recht günstige Tarife. Ich habe jetzt die Zahlen von Vodafone noch im Kopf. Da gibt es eben einen Tarif mit 10 Gigabyte, der wäre für 24,99 Euro und für 30 Gigabyte für 44,99. Also Sie sehen, dafür, dass man dann dem Fahrgast einen Monat lang Internet zur Verfügung stellen kann, es ist wirklich relativ bezahlbar. So, dann noch der Hinweis hier auf die beiden verfügbaren Modelle. Wir haben zum einen eben den Bintec RV120-4G. Dieser kann also eine LTE-Verbindung aufbauen. Und zum anderen dann eben noch den Bintec RV120W4G. Der kann dann eben neben LTE auch noch Wi-Fi zur Verfügung stellen. Sprich, die Fahrgäste eben mit Wi-Fi versorgen. Dann gibt es natürlich noch diverses Zubehör. Wir haben einen RV-Starter-Kit, in dem eben das benötigte Zubehör für die erste Inbetriebnahme des Routers ist. Dann gibt es natürlich auch noch Dachantennen. Wir haben einen Content-Filter, mit dem dann zum Beispiel jugendgefährdende Seiten gesperrt werden können. Und zum Schluss haben wir noch den Bintec-Hotspot, den ich Ihnen vorhin schon vorgestellt habe. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es war interessant für Sie und ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn wir zusammen vielleicht mal das eine oder andere Projekt zusammen gestalten könnten. Falls Sie jetzt noch mehr Informationen zu unseren Produkten haben möchten, dann schauen Sie einfach auf unserer Homepage vorbei oder sprechen Sie eben auch direkt meine Sales-Kollegen an. Hört man sich ja bald mal wieder. Okay. Würde mich freuen. Dann noch einen Gut, schönen besten Tag. Dank.